Hallo zusammen, heute nochmal ein neues Flaschenvideo. Heute wollen wir mal das ausprobieren, ob man auch andere Farben benutzen kann. Wir wurden jetzt öfter gefragt, ob wir noch Kreidefarbe benutzen können. Nein, man kann auch Acrylfarbe nehmen und das haben wir gestern Abend schon mal getestet. So sehen die Flaschen ja mit der Kreidefarbe aus. Und gestern Abend haben wir ausprobiert, wie die Flaschen aussehen mit Acrylfarbe. Sieht eigentlich ganz gut aus. Genau, ist mal was anderes, weil man sieht zum Beispiel hier drauf, das ist getupft. Und hier bei Acryl ist der Vorteil, da kann man wirklich streichen. Und die Farbverläufe, wie bei dieser Flasche zum Beispiel, habe ich jetzt mal etwas mehr hervorgehoben. Hier haben wir mit Orange, mit Rot und mit Weiß gearbeitet und dadurch die Pinselstriche so, kann man da ganz viele andere Sachen noch ausprobieren. Und wie das geht und was man dafür benötigt, zeigen wir euch. So, jetzt stellen wir erstmal unsere Prachtstückchen hier alle weg. So, wir haben wieder mal eine Flasche. Auf dieser Flasche wollen wir, wie der Jonah das da so schön schon macht, wieder ganz viele kleine Sterne drauf machen. Wir haben ja noch unsere große Restesammlung von Wandtattoos. Da sind noch drin Hello Kitty und Katzen und Schmetterlinge und Erdmännchen und unter anderem auch noch kleine Feen. Und wir machen heute mal nochmal zwei Flaschen mit Sternen und dann versuchen wir mal ein paar herbstliche Motive noch aufzumachen. So, was benötigen wir noch? Jetzt muss ich erstmal mein Handy hier weglegen. Wir benötigen noch Farbe. Ich habe hier ganz normale Acrylfarbe. Das gab mir natürlich auch mal die Chance, unser Acrylfach aufzuräumen und alles, was nicht mehr ist, ordnungsgemäß zu entwerten, und die Farben, die wir jetzt noch haben, die versuchen wir zu verwenden. Im Nachgang, denke ich, werde ich das Ganze wieder mit Silber- und Glitzerlack besprühen, weil ich denke, dass erstens gibt es einen schönen Schimmer denn auf den Flaschen und zweitens ist es noch ein bisschen haltbarer. So, das dazu. Jetzt legen wir los. Ach so, wir brauchen noch einen Pinsel und eine Palette. So, der Jonah klebt da schon ganz fleißig seine Flasche mit Sterne voll. Ich werde ihm mal schnell folgen. Mal sehen, ob ich das noch schaffe. Das wirst du nicht mehr schaffen. Nein, okay. So, wichtig ist, die Flaschen vorher schön auszukochen. Nicht nur, um die Etiketten ordentlich abzubekommen, sondern auch, dass sie dann etwas fettfreier sind. Und wenn man hier wie wir so alte Wandtattoofolie verwendet, eben darauf zu achten, dass sie immer schön fest, genau, dass sie schön festgedrückt werden und dass die Ränder dran sind. Das ist vor allen Dingen ganz doll wichtig, weil sonst lösen die sich nämlich und dann läuft die Farbe darunter und das ist nicht so schön. Genau, kann man zwar nachher noch ein bisschen nacharbeiten, aber das bedeutet wieder extra viel Zeit. Okay. Genau, so, ich versuche heute mal endlich die Sterne hier aufzuarbeiten, die wir bis dato immer liegen lassen haben, wo dann eben halt nur die Umrandung drin ist. So. Auch das Motiv hier mit der Fee ist ganz toll geworden. Aber man muss eben, Mensch, heute den Frosch in den Hals. Man muss eben wirklich gucken bei so kleinen filigranen Mustern, ob es dann auch wirklich noch so schön am Rand klebt. Und was wir festgestellt haben, ist, dass man mit Acrylfarbe zwar beim Auftragen der Farbe und beim Verarbeiten auf der Flasche nachher etwas schneller ist als mit der Tupftechnik, mit der Kreidefarbe, aber im Nachgang sich die Elemente von der Flasche wirklich schwerer abziehen, weil die Farbe doch fester und dicker drauf ist. So, na mein lieber Jonah,
Mein letzter. Dein letzter? Okay, ich bin auch schon. Sehr schön. Das sieht sehr toll aus. Ich schiebe mal ein Stückchen zur Seite. Wir legen uns gleich mal. Genau, nimmst du deine Unterlage schon mal weg? Die kannst du wieder rauflegen. Richtig. So. Solche Flaschen sind wirklich einfach und schnell zu machen. Oh, jetzt habe ich keinen Platz mehr für meinen Stern. Okay, reicht auch. Oh. Nee, da passt höchstens noch ein ganz kleiner hin. Aber die kleinen habe ich ja. Ach, das reicht. So, jetzt suchen wir uns eine Farbe unserer Wahl aus. Jonah, welche möchtest du heute haben? Ja, von der Acrylfarbe, ne? Von den Tuben. Heute nimmst du mal blau. Heute nimmst du mal blau. Oh, jetzt wird es eine blaue Flasche. Nicht eine grüne herbstliche Flasche, sondern eine blaue Flasche. So, wie der Himmel. Da ich keine weiße Acrylfarbe habe, habe ich gestern auch ein bisschen Kreidefarbe mit reingemischt, um das heller zu machen. Wir können es heute ja noch mal probieren. Und es hält genauso. Also das ist wirklich, wenn man das miteinander vermischt, das funktioniert schön, bisschen vorsichtig am Rand. Und ich möchte heute nochmal grün und ein bisschen, ja, warte mal, man kriegt das nicht so schön zu. Und ein bisschen, Gott, was ist das jetzt für eine Farbe? Dunkelgrün soll das sein? Okay, nee, dann möchte ich ein bisschen Türkis haben. Gemischt? Ja, man kann auch sehr schön mischen. Natürlich, das ist ja das Schöne bei der Acrylfarbe. Man kann die sehr schön vermischen. Du auch. Okay, du möchtest blau und grün? Na dann, mal sehen, was dabei rauskommt. Ja, das passiert. Musst du dir ein Tuch noch von drin holen. So, ein bisschen grün habe ich raufgemacht. Und vielleicht noch mal ein bisschen weiß mehr. Ups. So, dann benötigen wir dazu Pinsel und eine Unterlage, weil das ist, gerade wenn man das auch mit Kindern macht, immer schwierig, so eine Flasche so lange zu halten, bis die fertig ist. Also stellen wir uns die auf die Unterlage, legen uns am besten noch was zum Fokussieren dazu. So, Jonah. Jetzt hast du einen Pinsel und eine Flasche. Und, Entschuldigung für die Lautstärke hier heute wieder. Und wir können loslegen. Jonah, du müsstest mal schauen, ob du das wie hier machen möchtest. Unten ein bisschen dunkler, unten ein bisschen heller und oben ein bisschen dunkler. Oder nimm mal die Flasche wieder so in deine Hand, leg die auf die Unterlage. Genau. Und dann gucken wir erst mal und fangen mal vorsichtig unten an. Genau. Erstmal den ersten Anstrich. Sanft und langsam. Die Zeit hat man. Das reimt sich. Ich kann ja mal versuchen, die Kamera ein bisschen dichter zu holen noch. So. Ich denke. So, was bei der Acrylfarbe nicht ganz so schön ist, sie riecht etwas, was bei der Kreidefarbe ja nicht der Fall ist. Ja, sehr schön. Guck mal, ein schöner Farbverlauf. Was bei der Kreidefarbe ja nicht so ist, aber der, sag jetzt mal, Geruch, Duft verfliegt auch. So, wichtig. Bei der Acrylfarbe ist noch, genauso wie auch bei der Kreidefarbe, wenn man das macht, immer erst einen Anstrich zu machen, dann ein bisschen abzuwarten. Derzeit kann man ja schon wieder die nächste Flasche machen und dann den zweiten Aufstrich drauf zu bringen, weil wenn man jetzt auf die anziehende Farbe weiter streicht, dann geht sie natürlich sehr schön, sehr schnell ab und es gibt dann immer so hässliche Stellen,
die dann wieder sehr schwer sind rauszuarbeiten. So, meine Flasche ist für den ersten Anstrich erstmal soweit fertig. Also wie man sieht, es geht wirklich sehr schnell. Und dann stellt man sie, genau, vorsichtig einmal drehen, sehr schön. Und dann stellt man sie zur Seite. So, ganze 10 Minuten sind jetzt um. In der Zwischenzeit haben wir schon wieder die nächsten Flaschen beklebt, die wir dann mit Kreidefarbe nochmal ausprobieren wollen. Obwohl mir der Jonah gerade gesagt hat, er findet die Technik mit dem Pinsel und der Acrylfarbe besser als mit dem Tupfen. Kann ich verstehen, geht alles ein kleines bisschen schneller. Mit der Acryl, mit der Kreidefarbe muss man etwas... Ja, unser Nachbar meint es heute nicht so gut mit uns, aber wir werden ihn einfach mal ignorieren. Vielleicht hört er dann auf. So, die Flasche ist jetzt soweit getrocknet. Jetzt nehmen wir einfach wieder die Farbe und nehmen jetzt noch ein paar andere. Wollt jetzt noch ein bisschen Weiß mit dazwischen mischen und fangen wieder an, die zweite Schicht aufzutragen. Ja, auch bei der Acrylfarbe muss man 2 Schichten. Jetzt merke ich natürlich, hätte man die Acrylfarbe bei diesen sonnigen Temperaturen vielleicht auch. So, ich halte die Flasche immer ganz gerne so. Jonah von unten mal probieren. Vielleicht geht's denn. So, bei der Acrylfarbe ist es immer wichtig, dass man das in eine Richtung macht. Entweder hoch oder runter, weil sonst bekommt man da so ein Strichmuster. Oder man wünscht es natürlich. Ich meine, das ist dann auch Geschmackssache. Manche mögen ja mehr lieber Querstreifen oder Tupfen. Aber das ist ja das Schöne bei dieser Technik und bei dieser Flaschenkunst. Man kann alles ausprobieren. Und das sollte man auch. Das macht mega viel Spaß. Oder, Jonah? Ist jetzt wirklich in vielen Farben hier. Könnte man noch ein bisschen mehr Grün aufmachen. Türkis. Achso, Grün. Ne, du hattest ja Grün, genau. Ich hatte ja eigentlich Türkis. Das ist auch ein Vorteil von der Acrylfarbe. Dass man die so schön ineinander mischen kann und da auch wirklich, hast du da noch. Und man hat da wirklich kräftige Farben. Bei der Kreidefarbe hat man ja immer so die pastelligen Töne und bei der Acrylfarbe hat man wirklich sehr eine große Farbauswahl. Wie viele Schichten muss man da? Na, 2, jetzt reicht es denn. Also wenn wir die 2 drauf haben, dann schauen wir mal, ob uns das dann so gefällt, das Farbmuster. Ich muss dann noch ein bisschen nacharbeiten. So, jetzt habe ich mich schon angemalt. Ich habe meine Finger schön angemalt. Genau. So, jetzt versuche ich das mal zu drehen. Meistens ist ja, wenn man da seinen Finger dran reinsteckt, kriegt man ihn schlecht wieder raus. Also Vorsicht. Mama, meine Pferde. Sehr schön. Da muss noch ein kleines bisschen, aber deine könnten wir eventuell mal noch ein bisschen trocknen lassen. Weil ich sehe schon, da löst sich die Farbe. Nee, du musst ein bisschen mehr Farbe kannst du verwenden. Guck mal, die ist schön. Das ist wirklich schön. Aber wenn du ein bisschen mehr Farbe drauf machst. Ja, ruhig ein bisschen schön mischen und Muster reinmachen. Ja, so ein bisschen, guck mal, man kann dann so ein bisschen Wellenlinie reinmachen. So, oben am Flaschenrand braucht man nicht so besonders gut drauf achten, weil da kommt ja dann die Kordel oder das Juteband oder der Stoff, um dann den Flaschenkorken zu verstecken. Drum. So, ich finde,
Ist wieder eine schöne Farbkombination geworden. Und Jonah, seine finde ich noch bald viel besser. Zeig mal deine, Jonah. Ja, wir können ja noch mal versuchen. Oh, ja, ich sagte, nicht den Finger da reinstecken. Ja, hier unten ist noch eine kleine Stelle, aber die werden wir gleich noch nachbessern. Toll geworden. So, dann lassen wir das Ganze jetzt trocknen. Ich denke mal, das wird bei diesen Temperaturen, die wir jetzt momentan haben, heute Abend der Fall sein. Und wenn wir dann die Sterne abziehen, dann werden wir euch noch mal kurz dazu holen. So, hallo zusammen. Die Flaschen sind jetzt trocken. Wir haben schon ein paar Sterne abgezogen. Ich muss ehrlich sagen, hat mir nicht ganz so gut gefallen bei den Sternenumrandungen. Da ist das Ergebnis innen drinnen nicht ganz so schön geworden. Hier hat mal einer wirklich super funktioniert. Hier ist auch wieder ein bisschen untergelaufen. Das kann man dann im Nachgang noch ein bisschen nacharbeiten. Ja, ist ein bisschen frickelige Arbeit. Ich bin eher der Fan von diesen großflächigen Motiven. Müssen wir mal schauen. Hier habe ich noch einen dran gelassen. Aber es ist wirklich, wirklich sehr schwierig, das jetzt noch... Naja, geht. Nein, aber meistens bleibt eben der... die Spitze vom Stern nicht so schön dran. Also man kann es testen, welche Sachen da besser drauf halten. Ich bin eher der Fan von so einem großen Stern, wollte ich gerade sagen, von so einem plastischen und nicht so kleine filigrane Sachen. Den Jonah, seine Flasche ist auch total toll geworden, finde ich. Dieser Farbverlauf kommt jetzt so richtig zur Geltung, wenn es getrocknet ist. Er hat es nachher nochmal versucht, das Ganze ein bisschen hochzustreichen. Und ist eine schöne Wasserflasche, oder, Jonah? Sie ist ein bisschen Wasser unter Wasser, Sterne unter Wasser oder Himmel. Je nachdem. Wir haben jetzt schon mal eine Kerze reingemacht. Und ist unter Wasser. Unterwasserwelt, eine Unterwasserwelt. Genau, so. Und hier ist es jetzt etwas einfacher. Hier pickt man einfach in der Mitte rein und macht, trennt die Sterne ab. Achtet ein bisschen drauf, dass der Rand dran bleibt. Und fertig. Abgezogen. Für Kinder ist es etwas schwierig, das bei der Acrylfarbe diese Formen dann abzupulen, weil man da ein bisschen drauf achten muss, auf den Rand. Aber Sie können es gerne mal ausprobieren. So, wir sind total zufrieden mit der Acrylfarbe. Der Jonah findet Acrylfarbe sowieso besser als Kreidefarbe, weil man das streichen kann und es alles auch ein bisschen schneller geht und man schönere, kräftigere Farben benutzen kann. Aber genau, man kann mehr Farben miteinander vermischen. Aber so kann wirklich jeder seinen eigenen Stil rausfinden. So, ihr Lieben, wir möchten uns bei euch bedanken. Wir freuen uns natürlich über einen Daumen hoch, ne, Jonah? Ja. Ja. Über mehrere Daumen hoch freuen wir uns. Okay, wir freuen uns natürlich sehr. Wir hoffen, dass das Video ein kleines bisschen weitergebracht hat, einige Fragen erklärt wurden und wir haben noch eine andere Variante gefunden und die werden wir demnächst zeigen. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.